Hallo Leute, herzlich willkommen. Na, ist unangenehm. Leute, spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, Haustipper. Ich habe gerade gar keine Ahnung, was ich hier gemacht habe, tatsächlich. Aber was ich weiß, ist, dass wir das hier einrichten wollten. Warum höre ich hier keinen Sound? Wir sehen uns gleich mal wieder, wenn ich Sound habe. So, jetzt habe ich Sound. Jetzt können wir auch richtig hier loslegen. So, also wir wollten ja das hier ein bisschen einrichten. Dazu brauchen wir hier erstmal einen PC. Wenn es dann auch mal lädt, könnte ich auch mehr machen. Okay, welchen PC holen wir uns? Natürlich den Gaming-PC. Oh, nice. Sieht auch nice aus, ne? In welcher Farbe mache ich den? Ich glaube, ich mache den... Na, bunt. Sieht tatsächlich so nice aus. Ich glaube, ich mache den... mach den hier so hellblau. So, und wir brauchen natürlich zwei davon. So, da kann man den dann anmachen. Hier ist dann immer meine Laptop-Dingsbums. So, Bildschirm. Nee, wie nennt man das denn? Warte mal. Badezimmer, elektrische Ausrüstung, Unterhaltung, Gaming. So, einen... Bildschirm brauche ich. Der hier passt perfekt. So. Kann ich leider nur so nebeneinander stellen. Aber ist nicht so schlimm. Oh, jetzt brauchen wir nur noch Tastatur. Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung. Okay. Also das hat eine Hintergrundbeleuchtung. Gibt es noch irgendwas? Mauspad mit Hintergrundbeleuchtung. Nee. Dann nehmen wir tatsächlich diese Tastatur. Warum die jetzt schon dahin ist. So. Dann nehmen wir auch diese Farbe, weil es muss ja schön gleich sein. Ah, man kann den sogar drehen. Nice. So, jetzt brauchen wir noch eine. Hier. Auch in dieser Farbe. Das passt hier tatsächlich nicht so hin. Ja, muss so bleiben. So, da bin ich wieder. So, wir können hier erstmal alles anmachen, würde ich sagen. Achso, das kann man ja nicht anmachen. Leute, ich muss mal kurz hier was einstellen. Perfekt. Hat wunderbar funktioniert. Mann! Ich will doch hier nur in Ruhe spielen. So, Leute. Jetzt brauchen wir natürlich noch Gaming-Mäuse. Also müssen wir hier auch mal auf elektrische Ausrüstung, Unterhaltung, Gaming. Hallo, Gaming? Okay, perfekt. Es gibt nur eine Gaming-Maus. Perfekt. Dann nehmen wir doch mal die, ne? Auch natürlich in der so hellblauen Farbe. So. Zack. Machen wir natürlich auch Button auf ganz entspannt und wir machen mal das Licht ist aus. Okay, perfekt. Nicht wundern, falls das hier so. Ich habe die Grafik ein bisschen runtergestellt. Also nicht wundern. Dann kann man. Das Licht könnten wir sogar anmachen. Wobei, dann sieht man nichts mehr. Okay. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Gaming-Stuhl. Gibt es tatsächlich auch nur den? Den holen wir uns nicht in dieser Kackfarbe. In weiß. Ja. Zu den Tischen hier. Hier auch.
So, kann man nämlich auch benutzen und dann kann man hier perfekt, was weiß ich, was man machen will, machen. So, dann natürlich brauche ich noch eine Heizung. Heizung. So. Die Heizung darf natürlich nicht fehlen. So. Soll ich hier auch noch irgendwas machen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Was gibt es hier so? Gaming. Ich könnte natürlich hier noch so eine kleine Mini-Ecke mit so einem. Ah, weiß ich nicht. Konsole. Was ist das für eine Konsole? Nee, also hier ist echt nichts Sonstiges. Staubsauger. Dann machen wir das hier auch auf jeden Fall irgendwo hin. Der kommt hier in der Ecke. Schade, man kann nichts damit machen. Aber bleibt trotzdem da. Was ist das hier? Nix, okay. Hier brauchen wir das nicht. Fernseher und Lautsprecher. Lautsprecher, das müsste ich noch haben, tatsächlich. Nicht so. Das ist doch hier sowas. Kann man sich da hinstellen. Ah, wobei. Das passt. Nee, das sieht so aus wie so ein PC dann einfach. Nee, wir müssen schon sowas hier nehmen. Aber dann, ja. Machen wir das hier so. Kommt dann hier um drauf, wenn das gehen würde. Na gut, also passt nicht, dann kommt es gar nicht hin, Leute. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Und das ist tatsächlich das Badezimmer, das haben wir schon eingerechnet. Was sollte das hier nochmal werden? Das ist das Schlafzimmer. Ach, das sollte das Wohnzimmer werden, genau. Das hier ist ja die Küche, genau. Dann ist das hier das Wohnzimmer. Okay, da brauchen wir natürlich auf jeden Fall ein Sofa. Auch ein schön modernes Sofa. Nicht so ein kackhässiges Teil. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier sowas. Ah, nee, das sieht scheiße. Das ist ein bisschen zu groß. Also, sowas brauchen wir nicht. Warte, dann gucken wir mal. Hier, wo war dieses eine graue Dings? Hier. Schwarze meine ich. Dann kommt das hier so vor der Heizung. Dann kann man hier nämlich schön auf den Fernseher gucken. Fernseher. Man sollte auch schon Fernseher richtig schreiben. Hängender Fernseher. Fernseher. So, jetzt habe ich es richtig geschrieben. Hängender Fernseher. Ja, Hängender passt schon. So, dann kommt da unten noch so ein Regal hin. Wenn ich weiß, was. Warte mal. Föderation. Nee. Zubehör, Möbel. Möbel. Wohnzimmer. So. Kann man hier nämlich flaches Holzregal. Ich brauche aber so was schmales Holzregal. Ja, also hier sind die Regale. Dann nehmen wir einfach mal das hier. So, passt eigentlich. So, dann kommt da nämlich jetzt einmal eine Box drauf. Dazu muss ich hier mal kurz in elektrische Ausrüstung und Fernseher und Lautsprecher. So, kommt hier nämlich diese hier hin. Und damit man den Sound besser auch von hinten verstehen kann, kommt jetzt hier nochmal dieser Kasten hin. So. Bam. Perfekt. Haben wir noch eine Konsole? Konsole. Haben wir nur so eine, die irgendwie ansatzweise geil aussieht? Deswegen nehmen wir die. Die muss so herum. Kommt da. Brauche ich noch ein
Zurück, 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 zurück. Möbel, Wohnzimmer. Brauche ich nämlich noch sowas, was man. Tiefes, helles Regal. Kann man das dann auch hier? Nein, kann man nicht. Ich brauche so ein Sofa-Dings. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Tiefes Holzregal, tiefes helles Regal. Schmales, helles Regal, modern. Mann, ich will doch keine Regale. Ich will so ein scheiß verblödetes etwas. Dunkles Watt. Ah, hier sowas. Relativ. Nee, ich will keinen TV-Schrank. Sondern ich will einen Tisch. Hier, sowas. Ein moderner Couchtisch. Dann lieber hier sowas. Das hier in weiß. Ja, das passt. Dann jetzt hier noch die. Warte. Bisschen weiter nach da. So. Wenn jetzt hier noch Fernbedienung drauf kommt. Fernbedienung. So. Dann kommt da auch noch eine Pflanze drauf. Eine Pflanze. Fensterbrettpflanze. Nee, es ist tatsächlich ein Blumentopf. Na ja, okay, ist zu groß. Dann können wir die nicht nehmen. Aber was wir nehmen können. Was? Leute, was soll da jetzt noch drauf? Ein Controller? Blacko-Controller. Ah, nee, Controller natürlich. Gibt's ja eh nur das hier. Nee, das sieht schon so geil aus eigentlich. Dann packen wir mal hier zwei drauf. So, wenn wir den jetzt anmachen können. So. Ja, passt. Hier könnte noch irgendwie was weiß ich hin. Da wird jetzt, ach, echt keine Ahnung. Blume? Gibt es die? Blume? Ah, so ein Mini-Ding. Warte, ist das auch wirklich klein? Nee, das ist nämlich eine große Blume. Weil wir brauchen tatsächlich eine kleine. Können wir hier hinstellen. Bisschen lüften hier. So. Passt, Leute. Dann haben wir auch das Wohnzimmer erreicht. Und in der nächsten Folge können wir tatsächlich dann auch schon weiter mit dem Geld verdienen anfangen. Denn wir haben nur noch 13.000. Wir haben uns ja natürlich ein Haus hier gekauft, ne? Dieses wunderschöne Haus mit viel LED. Und auch sehr teuer, deswegen machen wir hier alle aus. Außer das, weil das geht's nicht. Das bleibt standardgemäß mal an. Vielleicht kümmern wir uns hier irgendwie auch noch ums Flur, aber nur reicht auch so. So, ich habe hier überall das scheiß Licht angelassen. Hier nicht, dann machen wir hier die Tür zu. Hier habe ich auch das Licht angelassen und ich merke gerade, hier ist gar nichts drin. Egal. Dann setze ich mich jetzt hier hin. Und Leute, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wie wir hier Geld verdienen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem in der Videobeschreibung vorbei, denn dort sind die ein oder anderen Links wie Discord und Co. Mich würde auch sehr freuen, wenn ihr auf diesen SCNX-Bot da klicken würdet. Das ist ein kleiner Bot für den Discord-Server. Ist ein sehr nicer Bot. Einfach da drauf drücken und ich krieg ein bisschen Geld, wenn ihr euch dort anmeldet. Würde mich auf jeden Fall sehr supporten und auch sehr freuen. Also, jetzt lasst auf jeden Fall noch ein Like da. Leute. Und haut rein. Ciao, ciao.